sind jetzt erstmal mit dem Taxi eine Stunde den Berg hoch und jetzt geht's zu Fuß weiter. Es nieselt ein bisschen, regnet ein bisschen. Das ist auf jeden Fall der Start der Reise. Ich halte euch auf dem Laufenden. And Everest more than 50 times. Okay. I do not count, but it's more than 50 times. Annapurna Simla like that. Annapurna Swargit Simla like that. Yeah. Have you been on the Everest? No, we cannot top. Yeah. We can summit for the top. Yeah. Only for the best camp. Yeah. So we got some new friends here. Hello. Ein paar Höhenmeter haben wir schon gemacht. Es fängt schon an, anstrengend zu werden. Weisheit des Tages, you get what you ask for. Da sind wir gestartet. Irgendwo da. Wir sind noch gar nicht so lange unterwegs. Ich habe noch den Bergen gefragt. Jetzt bekomme ich sie. Selber schuld. Ach ja. Aber es ist echt nice. Hallo. Ein kleines privates Konzert, falls du das hörst. Wir sind jetzt unterwegs. Seit 7.45 Uhr sind wir mit dem Taxi los. 8.30 Uhr sind wir ausgestiegen. Jetzt ist es fast 10, sprich anderthalb Stunden on Tour. Das ist der Blick, das Wetter ist jetzt nicht so klar. Aber wir machen das Beste draus. Ne? Der gute alte deutsche Schäferhund, Kommissar Rex. I've had one of that in my bed when I was young, oh. Like in this size. He was nearly 1 meter high. I might guess. Do you have some fun? Tracking through the jungle. 2 Stunden unterwegs. Okay. Das ist eine hohe Stufe. Hoppa. Diese Stellen machen am meisten Höhenmeter. Aber sie zerstören dich auch körperlich am meisten. Aber wir sind ja nicht hier, um Spaß zu haben, ne? Sondern um unsere Grenzen zu pushen. Wir sind hier in dem Dorami Camp, hier kannst du auch schlafen für 8 Euro die Nacht, Double Bedroom. Das ist der Blick zur einen Seite. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt Lunch, das habe ich bestellt, Chicken Fried Noodles für 5 Euro oder so. Ich finde das immer so krass, deswegen muss ich das dazu sagen, wie günstig das alles ist. Eigentlich sollten wir hier übernachten, aber es ist jetzt erst 11 Uhr vormittags und wir können noch einiges an Strecke machen. So in die andere Richtung ist es natürlich auch. Die sich bewegt. Hallo, hallo. Ah. And so normalerweise kann man hier schon den Annapurna sehen. Heute nicht, morgen auch nicht. Übermorgen soll das Wetter geiler werden. Chicken fried noodles. And der Ofen, der hält hier alles schön warm. Draußen sind 7 Grad. Ich habe schon probiert, schmeckt ziemlich gut. Oh. Wo kommt ihr denn her? Und ab die Treppen runter. Das ist ja ziemlich witzig. Das machen die nicht zum ersten Mal. Das machen die nicht zum ersten Mal. Hello. Namaste. Funny how they went down the stairs. I'm just waiting here. Hey, wie witzig ist das, dass hier einfach die Esel runtergegangen sind. Das ist schon steil. Dass die Stufen überhaupt dafür ausgelegt sind. Forest Camp, das ist das, wo wir hinwollen. Mal die Route. Trekkers Inn Lodge Restaurant. Doyle Raleigh. Da oben haben wir gegessen. Jetzt weiß ich, wo
warum das Ding gleich Forest Camp heißt. Also, welcome to the Forest Camp. Ja, wir haben hier aber nur einen kleinen Break gemacht. Wir sind schon 5 Stunden unterwegs und ich dachte, wir übernachten hier auch. Ich habe hier gerade kurz einen Call gehabt und ein bisschen gearbeitet. Da sagt der gute Guide mir aber, nope, 3 hours more. Ich mag diesen Humor. Der Humor gefällt mir richtig gut. Ich bin hyped, ich habe Energie. Ich habe nämlich gemerkt, wie mich das mental extrem belastet hat, mir extrem viel Platz geraubt hat, dass ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Oh verdammt, da kommt noch ein Call. Klappt das mit der Connection? Habe ich hier oben gutes Internet? Ja oder nein? Und jetzt, wo das weg ist, habe ich noch so viel mehr Energie. Das ist viel zu krass. Somewhere, nowhere, on the muddy mile track. You're just going through the forest. Jeder, der schon mal intensiv wandern war, mit einem schweren Rucksack, sagen wir mal so 7 bis 10 Kilo, würde ich schätzen, der kennt diesen Moment, wo es bergauf geht, die Schultern langsam müde werden und du einfach nur noch dein volles Gewicht nach vorne lehnst, damit die Schwerkraft dir irgendwie hilft, die Stufen hochzukommen. Das ist genau der Moment, die Situation, die ich gerade erreicht habe. Wir sind jetzt, keine Ahnung, 6,5 Stunden, ja, 6,5 würde ich schätzen, on Tour. Wir haben die Grenze erreicht, wo es nicht mehr regnet, sondern nur noch schneit. Noch nicht so sehr, dass es liegen bleibt, aber das kommt noch. Die ersten Blasen habe ich auch schon in den Schuhen. I feel it. Das gehört aber dazu. Also ich halte euch up to date. This is the track. See you later. So, we are tracking for, I don't know, 7 hours right now. I just explained to Bastian the movie Wolf of Wall Street, but he doesn't know it. But I'm sure you know. Wolf of Wall Street with Matthew McConaughey, and I'm sure you know the scene where he does like after maybe half an hour with Leonardo DiCaprio or John Belfort at the table, and I explained to Basno that always when I'm hiking or trekking, after some time there comes a stage when the feet start to hurt, when the back gets really heavy, and then I motivate myself with exactly this song. And now I have a new name for that stage of trekking. I call it the Wolf of Wall Street stage. So when you are really done, you have to motivate yourself. Yes, I'm careful. It's a big step. It's really a big step. So when the feet start to hurt, or the knee, or the back gets really heavy, then comes the Wolf of Wall Street stage, and you can motivate yourself with singing or mourning the song. I don't know if that was the right word. The view gets even worse, but we got some snow. That's nice. That's really nice. Ah, möchte hier jemand abrutschen? No tourism. Okay, we're the only guests. So, der Ofen hier. Ein bisschen auf. We deserve it. We deserve it. Das ist ein Forest Camp. Ach ja. Nach 8,5 Stunden sind wir jetzt angekommen. Ich habe schon ausgecheckt. Ich zeige gleich nochmal das Zimmer. Aber im Zimmer gibt es keine Heizung. Es gibt keine Steckdosen. Es sind jetzt gerade um 16.33 Uhr sind es 3 Grad. Frag mich nicht, wie viel es nachts sind. I don't know. Aber es das ist das Abenteuer, was ich wollte. Hier habe ich es.
let's have some classic Nepalese food. Not. Der Europäer muss hier wieder sein europäisches Essen bestellen. Das hat aber viel zu lange gedauert. Weil Pizza sind die wohl nicht gewonnen. Ja, aber das ist doch nice. Nice. Für die Hütte. So, das ist der Schlafbereich für heute. Keine Heizung, es gibt keinen Strom. Ich werde es mir hier in dem Bett gemütlich machen. Also ich, das ist schon alleine hier. Dann geht die Decke sieht echt warm aus. Und dann gibt es hier noch eine Wolldecke. Weil ich, also es ist übelst kalt, es ist draußen wahrscheinlich so um den Nullpunkt, vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe jetzt Wollsocken, sieht man glaube ich gar nicht. Wollsocken, lange Unterhose. Das Ding, die Jogginghose. Und obenrum habe ich thermische T-Shirt, zwei Pullis. Und so ist mir echt warm jetzt. Ich gehe mal mehr zum Licht. So ist mir echt warm. Und ich bin noch nicht mal unter der Decke, das heißt, ich glaube, so könnte das passen. Ich habe jetzt hier für den Notfall noch Handschuhe, Schal, Mütze. Sollte ich das heute Nacht brauchen, sollte es nochmal richtig kalt sein. Ich glaube, so geht das klar. Das ist Abenteuer, wie ich mir das vorstelle. Soweit erstmal von hier.